Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge von Amnesia Rebirth. Wir sind immer noch in den diesmal Katakomben unter der Wüste, wie unterwegs. Ich weiß keine Ahnung, wo wir genau gerade sind. Wir sind ja irgendwie in einer Anderswelt gewesen, sind jetzt zurückgekehrt und vielleicht hoffentlich näher an dem Ort, wo wir eigentlich hin sollen, zum Doktor. Und ja, ich gehe jetzt hier durch und hoffe, dass ich nicht aufgefressen werde. Unser Bauch ist dicker geworden. Ich glaube, wir kriegen bald ein Kind. Und ich komme hier nicht durch. Ich muss erst wieder aufräumen, ne? Erst wieder Aufräumkommando spielen. This isn't a dream. This really isn't a dream. Kann ich das irgendwie anzünden? So große. Warte mal. Ach, schade, ich kann das nicht anmachen. Auf, das sieht aus. Eine Tür. Was? Gott! Schreck mich doch nicht so. How did we get to this, huh? And how did you grow so fast? I hope you're all right. Immer wenn sie ausgenockt ist, ja? Dann wächst sie besonders schnell. Ich muss mir da natürlich den Weg wieder freiräumen. Andererseits, das sieht doch so kaputt aus. Man das nicht? Ja, doch, kann man. Ich schätze, beim anderen klappt das nicht, oder? Nee. Ja, gut, ja, doch, streichert er mich mit. Eins nur? Da war nur eins drin? Mich verarschen? Hier kann ich doch bestimmt auch was machen, oder? Alles Dinge, die man als Schwangere eigentlich nicht tun sollte. Schwer tragen, rennen, Stress. Ich finde das immer so schön inszeniert, ne? So richtig schön hell beleuchtet, so. Oh, der heilige Weg, da komme ich raus in die Freiheit. Aber der Weg dahin ist die Hölle. Schon fast runtergefallen. Jawohl. Und dunkel ist es auch noch. Da ist noch Feuer. Kann man nicht aufmachen? Jede Menge unersetzliche Objekte zerstört. Als ob die unersetzlich sind, die sehen alle gleich aus. So eine Massenproduktion hier, das ist doch nicht unersetzlich. Das sind keine teuren Ming-Vasen. So, reicht aber jetzt auch mal. Brauchen wieder unser Amulett. Hier kommen wir gleich durch. Gibt es denn hier nichts zum Anzünden? Nee, das war das Falsche. Gut, wir können hier durch. Ich will aber noch nicht. Ich will erstmal gucken, was hier ist. Warte mal, hier waren noch Kerzen. Es sind viele Wege hier gerade. Das irritiert mich ein bisschen. Hier auch noch ein Weg. Tatsächlich, es gibt wieder mehrere Wege.
Dann muss ich aber auch rausfinden, was hier oben noch ist. Noch ein Weg. Like back in the laboratory. It's getting stronger. Ist hier noch was zum Anmachen? Da. Mehr erstmal beleuchten hier. Noch mehr Streichhölzer. Ich habe erst 6 Stück. Dem Kind gefällt das nicht. Ja, es sind jetzt natürlich viele Möglichkeiten, hier durch dieses Portal zu gehen, aber ich würde jetzt das hier nehmen. Ich habe die Befürchtung, dass wir, egal welches wir nehmen, immer auf dasselbe Ergebnis kommen. Genau kann ich das natürlich nicht sagen. Da ist nämlich noch eins, wo wir da raus können. Ist hier irgendwas? Nee. Ist das wirklich nur ein kurzer Zwischenstopp? Was? Was war das? Da nicht so genau hin. Ah. Komm, beruhig dich. Aber sie guckt dahin. Ist leider nicht zu übersehen. Komm, komm runter. Hier irgendwie durchkommen. Ach, Lampenöl, Gott sei Dank. Da geht's durch. Nein! Da war ich ja, jetzt hatte ich es ja zu eilig. Frage ich mich doch direkt, ob euch das auch passiert ist, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Oder ob ihr es geschafft habt, direkt beim ersten Mal. Falls es überhaupt da oben gerade dahin gegangen wäre. Ich probiere es einfach mal. Auch wenn ich da hinten jetzt hätte lang gehen können. Wir sind wieder woanders. Oh Gott. Kommt jetzt der Höllenfürst persönlich? Ja, toll. Ach so, hier geht's runter. Sehr sauer auf uns oder was? Come on! Haben wir Satan sauer gemacht? Weil wir unsterblich sind? Jetzt würde ich mich gerne mal umdrehen. Andererseits habe ich Angst. Oh Gott. Es wird immer enger. Wir bleiben hier stecken.
Okay, der Doktor hat sich irgendwas angeguckt. Wir wissen nicht, was rausgekommen ist. Dem Schatten entkommen. Zum Glück hält er die Tür das auf. Sehr bald. Bitte. Ich mach's einfach, auch wenn ich gar nicht weiß, was ich mache. Drei Linsen untereinander. Bündeln wir jetzt Licht, vielleicht. Ich bin ganz froh, dass es immer wieder mal Erholungspausen gibt nach so einem Schreck. Und man nicht gleich die ganze Zeit nur gejagt wird. So, 9 Streichhölzer haben wir wieder. Wir können einmal die Lampe auffüllen, was leider nicht viel bringt. Die ist aber irgendwie nicht gerade nah dran, ne? Und die ist blockiert irgendwie. Theoretisch ja, praktisch nein. Also 2 sind blockiert? Oder weil ich die erste schon gestellt habe? Was zur Hölle ist das hier? Ach, hier kann ich den Kristall wieder einsetzen. Und dann geschehen hier Dinge. Von da kam ich doch jetzt, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es einen Sinn machen würde, wieder zurückzugehen. Erstmal gucken, ob das was bringen würde. Ob die jetzt die anderen nicht mehr verkannten. Huch. Nee, das hat damit nichts zu tun, alles klar. Dann richte ich das wieder aus. So, okay. Und dann gehe ich da unten mal schauen. Oh, sehr gut, sehr gut. Das können wir sehr gut gebrauchen. Oh, ein Zettel. Beobachtung. Gefäß. Das Leidener Flasche und Gefäßen im Apparat in Portalkammer ähnelt, aber leer zerbrochen. Ist das irgendwie eine falsche Übersetzung? Leidener Flasche? Alter des Relikts unbekannt. Fertigungsqualität hoch. Wie durch moderne industrielle Verfahren geschweißt oder gegossen. Spiralsymbol vom Podest der Leidener Flasche. Auch auf Türen in der Nähe des Lagers, die zu Labyrinth-Gitterkammern unten führt. Apparate mit elektrischer Flüssigkeit betrieben? Oder Werkzeuge, um elektrische Flüssigkeit zu sammeln? Ja, mehr war es nicht. Also noch mehr Zettel. 22. Mai 1839. Dieses Ding ist hinter mir her. Es jagt mich seit Tagen, aber ich halte mich von seiner Spur fern, also werde ich es schaffen. Ich kann am Rande der Wüste eine Siedlung erkennen. Ich komme näher, ich kann sie sehen. Aber das bin nicht ich, das ist Abdullah. Ich sehe durch seine Augen, höre durch seinen Verstand. Auf mich selbst beschränkt sehe ich nur den Tod, in den dunkelsten Schatten der Kugeln gewandet. Alexander von Brennenburg. Wir hatten recht. Zerzura gibt es wirklich. Ich habe eine Kugel aus dem Schrein in der Salzmine mitgenommen, aber der Schatten jagt mich
und ich bin gefangen. Ich werde den Übertritt versuchen. Es ist mein einziger Ausweg. Halte meinen Namen fest. Lass es jeden wissen. Es war Herbert, der uns neue Welten zu entdecken brachte. Ich hätte noch mehr Zettel übersehen. Auf den Treppenstufen. Huch. It's down again, little one. See? It's another gateway, I think. A portal. Like in that laboratory, but big enough for us. Look, little one. I think this is a way out of here. I know it's crazy, but can we get it working? Mit Sicherheit können wir das. Wir haben doch eine besondere Gabe, aber wir müssen erstmal oben die Linsen ausrichten, sonst haben wir keinen Saft. Kannst du die Kugel jetzt weglegen oder? Ich meine, gut, ich kann sie auch schon mal reinlegen. Okay. So, wie gesagt, aber ohne Saft wird hier sowieso nichts gehen. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte da runtergehen. Was? Was? Warum? Warum haben die alle, also warum sind die alle nackt? Ist das irgendwas mit dem Römischen Reich zu tun hier oder was? Es wirkte so auch wie, es wirkt doch alles römisch auf mich hier. Okay. Typischer Entdeckerroute. Die Tür zu anderen Welten von T.A. Herbert. Ach, der Herbert, ja. Vorwort. Während ich diese Memoiren schreibe, steht mein großes Vorhaben kurz vor dem Abschluss. Genau jene Schwelle, die sich den Mitgliedern unserer Gesellschaft seit Ewigkeiten entzieht, liegt vor mir. Und ich, Thurston Herbert, bin beinahe im Besitz des Schlüssels, der sie zu öffnen vermag. Welch unfassbare Schönheit, welch üppigen Paradiese mögen sich hinter dem Tor verbergen. Sicherlich wird es zu den Tiefen der Arktis, zu den megalithischen Bauten Brasiliens, an jeden Ort in unserer Welt führen. Aber vielleicht führt es noch weiter. Die Beweise sind vor unser aller Augen, schon seit den Tagen Adams. Ich nenne dieses Beispiel mit Absicht, denn sicherlich ist die Geschichte Adams die hebräische Wiedererzählung unserer ersten Ankunft, als wir aus dem Garten Eden in diese raue Welt gestoßen wurden. Hinter diesem Tor liegt der Garten, der Ort unserer Schöpfung, und ich werde der erste Mensch seit Adam sein, der... Weiter kam er nicht? Nö, weiter ging's nicht. Vielleicht geht's hier weiter. 17. Mai 1839. Ich hatte recht, und es ist schwer hinzunehmen. Ein Mitreum, darin eine Kugel, und mein Tölpel von einem Assistenten hat sie zertrümmert. Ich habe sie und ihn zu Brennenburg geschickt. Vielleicht kann auch etwas gerettet werden. Was bleibt mir noch übrig? Hier ist ein Tor. Ich habe Vitae, aber keine Kugel und noch keine Spur von dem Objekt, das Brennenburg das Amulett des Reisenden nannte. Dieser Ort ist ohne Zweifel Teil von etwas Größerem. Diese Räume sind nicht die letzte Ruhestätte ihrer großen Königin, egal, was die Legenden sagen. Sie sind bloß eine Speiche an einem Rad. Welche Geheimnisse birgt die Narbe? Professor, ich glaube, dass das hier bloß ein Teil eines größeren Bauwerks ist. Das Archiv bezeichnet diesen Ort als Tor, aber es erwähnt auch andere Tore, wenn ich das richtig lese. Und hier ist ein Symbol, das ich als Ertrag oder vielleicht Ernte verstehe. Vielleicht hat das etwas mit diesem Samen zu tun. Samen? Oh. Hm. Aber es kam wieder der Begriff Ernte vor. Also es kann sein, dass es... Das wird sicherlich noch wichtig. Oh, wir haben voll. Wusste ich gar nicht. Khaled. Das Wichtigste ist eine vollständige und präzise Abbildung der Symbole in dem Raum mit den Säulen. Schenke der Zeichnung deine volle Aufmerksamkeit. Ich wünsche sie morgen beim Aufstehen fertig vorzufinden. Achte besonders auf das Symbol, das ich als Samen gekennzeichnet habe.
Ich glaube, das ist die Kristallkugel, nach der ich suche. Für einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort wirst du reich belohnt. Ja, zum Glück haben wir die schon. So, was sehen wir hier? Ätherischer Resonanzkörper einstellen. Schalter für ätherischen Fluss, Portalkammer. Ist alles nochmal quasi erklärt, was hier steht. Also da sind ja diese Linsen, die wir ausrichten können. Ich kann es leider mit der Maus gerade nicht zeigen. Also in der Mitte vom Bild ungefähr. Fokussteuergerät. Ja, bitte. Hey, hey. Mama's hier. This place is so strange. Who on earth built it, do you think? Who on earth? Ja, ich muss das irgendwie rausfinden, was da gemeint ist. So, da geht's gleich weiter. Da aber vielleicht auch. Abdullah, Khaled wird Daniels Pflichten übernehmen. Du hast unverzüglich mit der Ausgrabung der Seitentunnel zu beginnen. Reiße die römischen Mauern ein, wenn es sein muss. Sie sind belanglos. Untersuche alles Ältere. Wenn du mehr solche Symbole findest, wie die in dem Raum mit dem Käfig, dann lass es mich wissen. Aufzeichnungen, Schnitzereien oder Zeichen, die einem Amulett oder Armband ähneln, lass es mich wissen. Und solltest du einen runden Kristallstein finden, ist es dir bei Todesstrafe untersagt, ihn zu berühren. Lass mich unverzüglich rufen. Daniel war doch, glaube ich, jemand aus dem ersten Amnesia. Wenn ich mich recht entsinne. Aber wie gesagt, ich weiß die Geschichte dazu nicht mehr wirklich. Warte mal, wir sind jetzt von da gekommen. Ich gehe lieber hier lang. Hier sieht es ein bisschen heller aus. This is Richards. He was here. I don't care. Followed her is insane. I won't. I won't. Richard, come back. Richard! They left us. Richard and Alex. I don't remember why. Okay, also auch Gegenstände, die wir finden, können sowas auslösen. So eine Erinnerung. Tja, hier kommen wir wahrscheinlich am Schluss erst durch. Und zwar mit einer Energiezelle. Hier hat man die Batterien beide, man braucht. Was ist hier eigentlich irgendwas? Ja gut, in dem Fall können wir also nur da lang gehen. Ich habe doch da noch was gesehen. Aber wir waren noch voll. Ah, gut. Also notfalls wieder zurückkommen. Was ist das für ein ekliges Geräusch? Hä, es geht hier gar nicht lang. Das kann nicht sein. Oh Gott, ich will das gar nicht so genau wissen, wo das Geräusch herkommt. Vielleicht ein verborgener Schalter irgendwo? Gott, mach dieses Geräusch aus, das ist wirklich echt widerlich. Wo
Moment, da ist jemand. Da ist so ein Ghoul oder so, der frisst gerade. Das ist das Geräusch. Okay, dann will ich da vielleicht auch nicht rein. Tschüss. Geh da mal. Gut, aber wo soll ich dann hin? Gott. Energiezelle, wo... Ja, schon wieder? Was ist denn los? Ich hab zu tun! Alex Sterling's family were paying. I was doing some drawings. Jonathan. Poor Jonathan. He was the engineer. How much use is gold in all of this? Ja, ich glaube, Gold und Geld ist wohl letzte Sorge zurzeit. Oh, wie gerne will ich da oben einfach rauskrabbeln. Kommt man da irgendwie ran? Ich glaube, das ist nichts wirklich Sinnvolles. Wir haben jetzt zwar eine Anleitung, aber es hat doch blockiert. Warte mal, hier geht es irgendwie nach oben. Das muss einen Grund haben. Tatsächlich noch ein anderer Weg. Erstmal Licht anmachen hier. Mist, das ist gar keine richtige Truhe gewesen. Völlig umsonst. Oh, hier geht's raus. Das Totenbett. Deswegen hatten die auch den Affen dabei. Ich hatte mich doch gewundert, wieso der aber nicht beim Kind ist, sondern dabei. Ach. Ich dachte, greift gleich was rechts aus dem Loch raus. Okay. Auch nichts wirklich Wichtiges hier. Hier müssen wir hin. Oh Gott. Das sind doch diese Säulen, die wir auf der Zeichnung gesehen haben. Nicht die Linsen. Warte mal, das ist das. Die drei führen dazu. Die Symbole hatten wir aber nicht bekommen, die wir eingeben sollen, oder? Diagramm an Wand, Karte, Leitlinien, Sternkarte, Position auf dem Funkfrequenzspektrum, ähnlich der Wellenlänge, muss vollständige Pfade überprüfen. Hm? I'm trapped. I'm in a tomb. You need to take care. I told you. Doctor? Hier unten hast du Empfang. Damn. Well, I suppose at least they can't be far. Oh, they might as well be on the moon. Unless we can get out of here. Ja, wer weiß, vielleicht verstärkt das irgendwas hier drin. Dieselben Symbole wie vorhin? Nee, wenn es die drei Symbole sind. Oder sind das die, die ausgewählt sind gerade? Okay, dann würde das bedeuten, wir brauchen das hier. Dann das Mannequin. War das noch irgendwo? Manchmal fehlen aber auch welche. Dann muss ich wahrscheinlich überlegen, welches könnte es sein. Und dann wieder dieses T am Ende. Mannequin und T.
Das ist gar nicht so leicht. Das sind ja zweimal gleich die... Ehrlich gesagt, kein Plan. Ich gucke lieber erstmal, ob es vielleicht noch irgendwo Hinweise gibt. Vielleicht gab es einst wirklich jemanden namens Tin Hinan, eine Anführerin ihrer Leute. Falls das stimmt, ist sie wahrscheinlich in der Tuareg-Gruft weit über uns begraben. Es gibt andere, weitaus ältere Geschichten, die mit in ihren vermischt wurden. Legenden von der grauen Frau, einer Göttin, die durch die Wüste wandert. Legenden von einer Heilerin, Legenden von einer Herrscherin. Ich denke, das sind uralte Erinnerungen von Ereignissen, die hier wirklich passiert sind. Ich würde sagen, das ist wieder mal was, das lasse ich doch lieber meinem Zukunfts-Ich machen. Nämlich in der nächsten Aufnahmesession für mich. Und euch da draußen dann wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich immer wieder mal. Nein, erst das Baby muss noch was sagen. Es hat gar nichts zu sagen. Es wollte nur ein bisschen gestreichelt werden, ja. Wir sagen euch Tschüss und bis in 2 Tagen. Macht's gut. Tschüss.